Was da rechts in diesem Busch wohl drin steckt? Ihr ahnt es nicht. Darin ist eine Drehscheibe. Unter diesem Gestrüpp sieht man davon noch ein paar Reste. So wie diese Drehscheibe beim Bahnhof in Hanau sieht es mittlerweile bei vielen Bahnhöfen irgendwo in der Gegend aus. Wir waren unterwegs gewesen bei verschiedenen Bahnbetriebswerken, wo wir auch Drehscheiben oder auch leerstehende Bahnhofsgebäude entdeckt haben, gefilmt haben. Wir präsentieren euch jetzt ein Video darüber von den verschiedenen Bahnbetriebswerken, wie zum Beispiel in Friedberg, in Dillenburg, Gießen, Hanau, ja. Das waren, glaube ich, so die... Und Marburg die war noch. Marburg noch, genau. Genau, bei vielen Bahnhöfen sind halt die ganzen Hallen, das ist alles stillgelegt, das wurde dann so da stehen gelassen, nochmal die wertvollen Sachen, die wurden rausgeräumt, der Rest wurde so gelassen und so sieht es da mittlerweile auch noch aus. Im Hintergrund sehen wir gerade die so genannten, bekannten 24 Hallen, eine ehemalige Eisenbahnbrücke. Gregor zählt schon, ob es auch wirklich 24 Torbögen sind. Schon. Im Volksmund nennt man es 24 Hallen. Das ist eine ehemalige Bahnbrücke, die früher an den alten Bahnhof in Friedberg angeschlossen war. Auf der anderen Seite sieht man halt eine hässliche, moderne Betonbrücke, die heute genutzt wird für die Strecke von Friedberg nach Gießen. Und diese ehemalige Brücke 24 Hallen ist stillgelegt, die Gleise abmontiert. Es liegen nur noch verschiedene Holzschwellen. Werden die wir auch in dem Video uns gleich jetzt sehen. Jetzt erstmal an. Und dann viel Spaß. So sah es auf der Brücke aus, aber in diese Brücke kann man sogar reingehen. Hier sieht man jetzt eine Treppe und da geht's runter und da drin ist es ganz schön dunkel gewesen. Aber wir haben ja eine Taschenlampe und dann werden wir uns den Weg schon leuchten und dann schauen wir jetzt mal rein in die dunklen Katakomben. Hier ging es einige Meter in die Tiefe. Dann gab es einen Gang und man konnte unter den Gleisen durchgehen und kam dann in einen Turm auf der anderen Seite der Brücke. Wir sind ja immer noch in Friedberg und hier haben wir uns auch das ehemalige Bahnbetriebswerk angeschaut und darin sieht es so aus. Diese Halle fanden wir vor dem Bahnbetriebswerk in Friedberg. Aus ihr dröhnte laute Musik, sie wird von Bands als Proberaum benutzt. Irgendwo tief im Wald. Auf einmal eine Grube. Auf einmal ein Haus. Was hier wohl mal drin war? Das muss mal die Werkstatt gewesen sein.
Mittlerweile sieht man nur noch Wald und ein paar Gleise angeordnet in Form eines Fächers. Hier muss mal ein Lokschuppen gestanden haben. Und davon sind nur noch ein paar Steine übrig. Das ist eine von zwei Drehscheiben im Friedberger Bahnbetriebswerk. Diese Drehscheibe wird auch noch benutzt, allerdings nur noch als Fußweg für das Stellwerk im Hintergrund. Kommen wir mal in das Mannschaftshaus und in die Kantine. Hier gibt es viele Türen, viel Dreck und viel Gerümpel. Und die Toiletten wurden offenbar schon länger nicht geputzt. Das hier war das Kühlhaus der Kantine. Links war die Essensausgabe, rechts die Küche. Biervorrat, Finger weg. In den oberen Stockwerken konnten sich die Bahnmitarbeiter umziehen. Hier gab es überall Spinte und Waschräume. Allerdings wurde hier schon ein bisschen randaliert. Und hier scheint auch schon jemand zu wohnen. Unter dem Bahnbetriebswerk Friedberg geht eine Straße durch. Hier sieht man ein bisschen von der Brücke. Auf der anderen Seite gibt es noch zwei Gebäude und einen Turm. Viel haben wir gesehen hier in Friedberg. Ja, aber was ich traurig finde, sehr verfallen.
Anders sieht es, glaube ich, aus, wo wir jetzt hingehen werden. In Gießen. In Gießen. Dort kann man auch noch ein oder zwei sogar. Die haben zwei Lokschuppen sehen. Aber man konnte es so ein bisschen im Video vielleicht sehen, anhand der Drehscheibe, dass in Friedberg wohl auch mal ein Lokschuppen gewesen sein muss. Dieser ist aber wohl entweder eingestürzt, abgerissen worden oder was auch wahrscheinlich immer. Wahrscheinlich sehr früh abgerissen, weil man sah wirklich kaum was da rumliegen an Steinen. Kann auch sein, dass es nur Abstellgleise waren, aber die waren angeordnet wie in so einem Fächer. So wie es eben an einer Drehscheibe ist, sodass da alles schön drauf fahren kann. Und genau. Und wie so es jetzt aussieht mit einem Lokschuppen, das schauen wir uns jetzt hier im BW Gießen an. Zwei Lokschuppen. Zwei. 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 Das Bahnbetriebswerk Gießen ist umgeben von vielen Gleisen. Hier geht es nur rein über diese Brücke. Vorbei an ein paar Tanks, weiter zu einer Zugwaschanlage. Dies hier war lange vor dem Krieg auch mal ein Lokschuppen. Zum Schluss wurden hier Elektroloks abgestellt. So ganz ohne Dach. Dafür aber mit Oberleitung. Aber so sieht es in einem von den beiden noch stehenden Lokschuppen aus. Hier drinnen gibt es jede Menge Gleise, darunter Gruben, und von denen aus konnte man von unten her an den Dampfloks arbeiten. Ein Kalender von 1993. Wahrscheinlich wurde in diesem Jahr das Bahnbetriebswerk Gießen stillgelegt. Das Bahnbetriebswerk Gießen hat zwei noch stehende Lokschuppen und dann natürlich auch zwei Drehscheiben. Diese beiden sind verbunden durch zwei Gleise, die hier durch diesen Schuppen gehen. So kann eine Lok aus dem einen Lokschuppen raus auf die Drehscheibe, auf eins der Verbindungsgleise, bis zur anderen Drehscheibe
und dann in den anderen Lokschuppen. Im Bahnbetriebswerk Gießen gibt es ein eigenes Raucherzimmer, was in Zeiten von Dampflok schon ein bisschen merkwürdig ist. Der zweite Lokschuppen ist eigentlich wie der erste. Nur hier steht noch ein bisschen technisches Gerät herum. Was das hier wohl sein mag? Das ist sie, die zweite Drehscheibe. Noch ein bisschen mehr zugewuchert wie die erste. In fast allen Lokschuppen, die es noch gibt, ist das Dach einsturzgefährdet. Hier sieht man es ganz besonders. Diverse große Löcher drin und unten liegen Holzteile auf dem Boden. In diesem Haus konnten Lokführer übernachten, die früher ihre Lok in den Schuppen gestellt haben und erst am nächsten Tag weiter mussten. Hier ging noch eine Treppe nach oben und von hier hatte man einen guten Ausblick auf den ehemaligen Lokschuppen, wo zum Schluss die Elektrolok standen. Gießen waren wir jetzt im Bahnbetriebswerk, aber wir haben noch zwei Stück heute vor und zwar fahren wir jetzt weiter Richtung Norden. Und zwar nach Marburg. Da ist das ganze Gelände verkauft worden. Mittlerweile einige Sachen sind anderweitig vermietet, also da verfällt nicht alles, aber wir fangen da mal an mit der Drehscheibe, die im Übrigen noch funktioniert, wenn sie nicht so zugewachsen wäre, aber man konnte sie noch drehen. Man konnte drehen, ja. Wir haben uns ja da ausprobiert und haben gekurbelt. Ja. Aber da kriegst du mehr Arme, wie die Drehscheibe sich bewegt. Ging noch recht leicht, aber dann stell dir mal so eine fette Dampflok da drauf noch mit vor. Das ist besser ohne. Besser ohne, ja. Der Lokschuppen war auch ziemlich am Verfallen und das schauen wir uns jetzt an. Los geht's in Marburg mit dem ehemaligen Bahnbetriebswerk. Im Verwaltungsgebäude ist heute ein nicht kommerzielles Lokalradio untergebracht. Das ist die Mechanik der Drehscheibe.
Ein Stück weiter hinten gab es zwei große Kurbeln, mit denen man die Drehscheibe sogar noch heute bewegen kann. Von innen sehen die meisten Lokschuppen alle gleich aus. Viele Gleise und Gruben, so dass man an den Lokomotiven arbeiten konnte. Hier steht noch ein Gerüst herum. Damit konnte man von den Seiten und von oben her an die Lokomotiven ran. Achtung, Vorbewegen der Lok, Bühne einfahren. Auch hier in Marburg sieht man ganz gut, dass das Dach eingestürzt ist.
Ja, so war Marburg. Und jetzt geht's. Schade, wie das der Lokschuppen hin verfällt. Aber ja, ist wir aber fahren überall weiter nach Dillenburg, um es mal genau zu sagen. Da gibt es einen riesig großen Lokschuppen, aber keine Drehscheibe. Also mit nicht mehr. Die gab es mal. Ja. Die haben sie schon sehr, sehr früh abgebaut. Aber man sieht noch, wo sie mal war. Und natürlich der Lokschuppen passend so, dass man erkennt, wo sie gewesen sein muss. Und in Dillenburg sieht man noch ein bisschen mehr. Da sind noch ein paar Bahngebäude so drumherum, wo es so einiges zu sehen gab. Und das schauen wir uns jetzt an. Los geht es in Dillenburg allerdings schon am Bahnhof. Dort gibt es einen Bahnsteig, den kann man nicht mehr durch die Unterführung erreichen. Dieser ist stillgelegt. Hier gibt es einen Lastenaufzug, dieser ist allerdings schon voller Müll gekippt. Hier ist es, das Bahnbetriebswerk Dillenburg. Das Begrüßungsschild hängt leider nicht mehr so gut. Ein riesig großer Lokschuppen und die Drehscheibe davor sowie die Gleise wurden schon vor vielen Jahren abgebaut. Ein sehr großes Gelände. Auf diesem ist der Lokschuppen und diverse andere Gebäude. Das Ganze schon ein bisschen bewachsen. Das hier muss mal der Waschraum gewesen sein. Hier liegt ein Spind. Hier waren früher wohl mal die Umkleiden. Zuerst geht es durch ein paar Mannschaftsräume direkt rein in den Lokschuppen. Auch hier ist das Dach kaputt. Da muss man aufpassen, dass man nicht gleich von einem herunterfallenden Kamin erschlagen wird.
Hier sieht man die Schmiede. Und direkt daneben ein Durchgang. Da hat doch glatt jemand sein weißes Hemd vergessen. Der Lokschuppen ist unterteilt in zwei Bereiche. Durch diesen Durchgang kommt man ganz einfach in den anderen Teil. Nanu? Wer hat denn hier seinen Rasenmäher vergessen? Und in den Gruben lauter Geröll. Irgendwo lag auch noch die Griffstange vom Rasenmäher. Man muss sich seinen Weg schon bahnen. Lauter Bäume um einen herum. Weiter geht's im Verwaltungsgebäude vom Bahnbetriebswerk Dillenburg. Überall liegen Unterlagen herum, soweit das Auge reicht. Fahrpläne, Anweisungen und Bahnbetriebszeitungen. Das hier sieht wie ein verlassenes Stellwerk aus. Und natürlich auch alle Türen offen. Ein Stück weiter steht noch ein Stellwerk. Das sieht nicht ganz so verlassen aus.
hier nur der Keller. Das hier ist eine Verladestation für Kohle. Und hier sieht man nochmal das ganze Bahnbetriebswerk und den Bahnhof von oben. Das war ein Film von Sven Krebs und Gregor Atzbach. Wir haben uns heute alte Bahnbetriebswerke angeschaut. Die gibt es bei sehr, sehr vielen Bahnhöfen nebendran. Das sind dann irgendwelche Gebäude, wo man jetzt nicht mal so ohne weiteres reinkommt, die am Verfallen sind, die teilweise einsturzgefährdet sind, teilweise schon abgebrannt sind, zerfallen sind, was auch immer. Die Bahn, die macht damit halt nicht mehr so viel. Ja, ehemalige Bahnbetriebswerke werden nicht mal gebraucht. Früher standen da die Dampfloks drin, wurden repariert. Und heute, was steht da rum? Verfallen ein paar so. Züge und da wird das nicht mehr gebraucht. Ja, alles elektrifiziert und nichts ist mehr mit dem. Wie wird das? Elektrifiziert oder elektrifiziert, keine Ahnung, wie man das so nennt. Also elektrisch betrieben. Wird elektrisch betrieben. Oder mit Dieselloks, aber da brauchen wir halt auch keine. Und da braucht man nicht mal so viele Werke, denn die gehen weniger kaputt und kann in wenigeren Werken repariert werden. Ja, wir sagen tschüss, es war ein schöner Tag. Wir haben uns viele Bahnbetriebswerke heute angeschaut. Und das alles an einem Tag. Ja, das muss man auch mal schaffen. Ja. Ja, wir sagen tschüss und wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen die, wie heißt die Brücke an? 24 Hallen. 24 Hallen, die schauen wir uns jetzt an. Kannst du nochmal die Torbögen zählen? Ja, ja. Na, was hat er denn? Ob bei ihm alles okay ist? Sven! Ah ja, Prost! Prost!